Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blauer Fuchs und begrüße euch wieder recht herzlich hier zurück zu State of Decay. Letztes Mal haben wir direkt vor dieser Hütte, die anscheinend ein bisschen Zombie verseucht ist, aufgehört und gucken jetzt mal vorsichtig und ruhig hinein. Wir wollen uns ja nicht fertig machen lassen, da chillt auch schon einer rum. Ist das ein Zombie? Ah, ja, das... Was ist das denn hier? Okay, press left mouse button repeatedly to force open a locked door. Na, dann mal los. Moin! Oh Gott! Ah, kacke, wir müssen uns defenden. Okay. Ich wurde gebissen, ich wurde gebissen! Nicht gut. Also dieses Defenden auf C finde ich irgendwie, finde ich ätzend. Das gefällt mir nicht. Jetzt gucken wir uns erstmal um. Ah, nothing left. Das hat sich ja voll gelohnt, hier reinzugehen. Nur Dreck. Jede Menge Abfall. War nicht die saubersten hier. Aber gut, ich glaube, bei so einer Zombie-Apokalypse hätte ich auch keinen Bock mehr aufzuräumen. So, man kann auf jeden Fall irgendwie anscheinend keine Leichen looten. Das finde ich ein bisschen traurig. Aber gut, vielleicht habe ich es auch noch nicht gefunden. Ne? Ich will da noch nichts beschreien. Oh mein Gott. Better get ready. We'll be on them soon if we keep going this way. Okay, das ist nicht gut. Oh, scheiße. Okay, er hat uns gefunden. Okay, das war sein Gehirn. Nächster. Komm ran. Komm ran. Oh, der nächste Gehirn. Oh, das läuft ja ganz gut, ne? So, wieder Entdeckung. Oh nein, das brauchen wir nicht mehr Entdeckung. Die haben uns gesehen. Okay. Ja, ne? Warum auch sneaken? Was soll die Scheiße? Problem ist natürlich die Waffe. Ich bräuchte so eine Anzeige, wie viel Health die noch hat. Ich ahne da nämlich Schlimmes. Oh, mein Gott, ist sie noch da? Ja, okay. Oh, einmal kurz in Deckung, einmal gerade bei Tab gucken. Kann ich da irgendwie sehen, wie heil die noch ist? Oh mein Gott. Nicht so gut. Okay, wir gehen jetzt trotzdem erstmal vorsichtig. Press set while sneaking to kill a zombie instantly. Ja, weiß ich doch schon. Das Problem ist, wenn ich die Tür eintrete, dann wissen die meistens Bescheid, dass da jemand kommt, ne? Search this location. Oh, hallo. Da liegt noch einer. Wollen wir den nicht umbringen? Okay, it's bugging out. Balls. Home run. Oh Mann, Junge, was tust du denn da schon wieder? Du darfst dich doch hier nicht so... Oh, das war ein Fenster. Das ist nicht gut. Das war laut. Erstmal rausgucken. Was ist da los? Kommt da jetzt jemand? Ja, also schön gemacht, dass sie dann da durch die Fenster gucken, wenn man in so Häusern drin ist. So, searchen wir mal ein bisschen. Sieht ja noch ruhig aus. Kommt da gerade wer angelaufen? Nope. Alles noch gut. Suchen wir uns mal ein bisschen Zeug zusammen. Was haben wir? Oh, eine Axt. Oh, das ist natürlich. Das ist natürlich. Ja, da hat er es gesagt. Das ist nice. Die nehmen wir natürlich auch mal gleich. Na komm, rüste die aus. Equip, cool. Ja, das ist natürlich. Da kann ich natürlich jetzt nicht wieder stayen. Oh, warte, gedrückt halten. So. So, ich muss natürlich jetzt, können wir nochmal ein bisschen über den Sinn von Multiplayer oder Nicht-Multiplayer sprechen. Bis jetzt waren ja die meisten Zombie-Dinger, die so komplett gehypt sind, waren alles Multiplayer-Titel. Muss man ja sagen hier. Ging ja los mit DayZ-Mod. Der ist einfach, der hat das Ganze wieder ins Rollen gebracht. Und jetzt sprießen diese DayZ-esken Titel ja überall her. Und das hier ist so ziemlich, ich glaube, das erste richtig Zombie-Ding, was komplett Singleplayer mal ist. Und bis jetzt, muss ich sagen, finde ich es jetzt nicht schlecht. Bei DayZ macht das natürlich ein großes Feeling aus. Halt immer, was ist denn hier los? Right. Natürlich. So, was machen wir denn jetzt? Rich Cabins. Ich würde sagen, wir gehen zuerst einmal zurück. Bringen das Zeug weg, damit wir wieder ein bisschen leerer sind. Ich muss auch mal gucken, ob es da eine Reparaturbank oder sowas gibt. Also ich glaube, hier ist gerade niemand. Wir können ruhig mal... Können ruhig mal laufen. Wir gehen jetzt zurück, lagern ein bisschen Krams. Ja, das sieht doch alles ruhig und nett aus hier. Lagern ein bisschen unseren Stuff und dann gucken wir mal. Hier muss ich auf die Tür nicht eintreten. Guten Tag, guten Tag. Ich habe Zeug mitgebracht. So, warte mal. Hier, und zwar... Na gut, die... Davon zwei. Dann habe ich hier dieses Ding. Flares. Ein Pack. Ah, jetzt habe ich mehr Platz. Dann kann ich den stashen. Nice. Okay, das hat ja gut funktioniert. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn ich... kann ich die Leute auch irgendwie ausrüsten?
Yo, yo, yo. Come with me. Ed Jones can't company right now. Sufficient influence. Catch you later. Warum kann er, was kann er nicht mehr? Achso, ich habe nicht genug Einfluss auf ihn anscheinend, aber er läuft mir sowieso hinterher, insofern Wayne. Ja, irgendwas zum Reparieren scheint es hier nicht zu geben, weil ich gehe mal davon aus, dann wäre ein Symbol auf der Minimap und auf der Minimap ist kein Symbol außer Willkommen im Safe Point. Ich quatsch jetzt nochmal mit den anderen. Guten Tag. Sorry, can't really talk right now. Wir haben auf jeden Fall für ihn nicht genug. So long. Wir sind noch zu unbekannt hier, wir kriegen ja noch nichts geschissen, also machen wir erstmal weiter. Nothing left, die haben wir soweit. Campsite haben wir noch. Was ist das? Public Restroom. Das klingt natürlich ziemlich geil. Aber ich würde sagen, wir gehen... Camping Site. Ah, wir haben auch noch das Industrial Ding. Machen wir erstmal Camping Site. Das klingt nicht so schlimm. Beim Industrial Ding, das klingt schon wieder so, als wäre da viel Value drin. Dann ist es natürlich immer eklig, das zu acquiren. So, erstmal ein bisschen lauter hier, dass wir das Hühnchen auch gleich ordentlich hören. Nicht so wie gerade eben. Das war ja eine sehr erbärmliche Vorstellung. So, dann wollen wir mal ganz gemütlich dahin gehen, bis... Was ist mit dir denn los da? Kommst du denn her? Ja, noch sieht er uns nicht, noch alles cool. Wir müssen noch mal ein bisschen spazieren gehen, wir können nicht die ganze Zeit sneaken, das dauert viel zu lang. Ah, ist ein Müllcontainer, da muss was Nahrungsmäßiges drin sein. Bisschen den Müll durchwühlen, das sind ja Füchse, ne? Das gehört dazu. Okay, Fuchs in der Großstadt, was soll er anderes machen? In der Großstadt, ne? Ja, mitten im Wald, aber ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. So, jetzt wandern wir erstmal zu der da hinten. Die ist ein bisschen abseits. Die haben wir anscheinend auch nicht markiert gehabt. So, schön durch die Busches. Ganz entspannt und ruhig. So, okay. Guten Tag, guten Tag. Alles cool, alles gechillt. Ja. Das sieht schon nice aus, also ich bin zufrieden. So, bist du da tot, oder? All quiet here. Ja, das war gut. Dann können wir ja mal loslegen. All quiet here, und dann hörst du... Ich weiß nicht, ich vertraue dir irgendwie nicht so. Irgendwie vertraue ich deiner Intuition nicht mehr so. Das hier sieht schon geöffnet aus. Na, wir bleiben mal ruhig und gucken mal weiter. Oh shit, er hat uns gesehen. Na gut. Das war mal sein... das hat aber gesessen. So, gut. Das zählt hier wohl als Nothing Left. Obwohl der aber... Ich muss jetzt nochmal rein. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob diese Anzeige hier... Wenn wir jetzt hier reingehen, so... Whoop, Campsite Resources. Ob das nur für dieses Zelt zählt oder für alle, die auf dieser Campsite sind. Vermutlich für alle, die auf dieser Campsite sind. Deswegen brauche ich nicht wie ein Behinderter weiter dieses Zelt durchsuchen. Da muss aber was sein, da sind Fragezeichen. Sondern da ist nichts. Also, geht das weiter. Durch den Busch, durch den Busch. Und ich muss dazugeben, trotz dieser Zombie-Welle, ne, ich bin irgendwie... Bei mir geht das noch. Ich bin noch nicht so überlastet. Oh! Head towards the gunshots. Jetzt nicht. Erst Campsite, dann Gunshots. Am besten finden wir nämlich auch eine Gun vor. Es ist irgendwie nicht so intelligent, in Richtung von Gunschüssen zu gehen, ohne selbst auch eine Gun zu besitzen. Es ist ja schön, dass wir eine Axt haben, aber die nehmen wir nur mal an, die wären jetzt nicht freundlich gesonnen. Was dann? Hier ist Nothing Left. Oh, was ist das denn hier? So einen dicken Fernseher. Das ist nicht mal Camping, ne? Das ist Camping the American Way, ey. Papierfässer, da wurde auf jeden Fall Football geguckt anscheinend. Hier ist Nothing Left. So, wenn wir jetzt ein bisschen sneaken, kriegen wir den One-Hit weg. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Komm zum Ran. Und go, go, go! Zerknall. Das gefällt mir. So, irgendwie... Angeblich ist da nichts mehr, aber da hinten sind noch drei. Das ist auch noch eingekreiselt. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zurück. Caps to see character names. Ja, ich will jetzt nicht Caps drücken. Ich will jetzt hier diese Campsite erforschen und warum ich die Sachen nicht finde, die da sind. Angeblich gibt es hier noch drei Sachen zu finden. Die müssen wir auch finden. Lalalala. Aber wir schleichen mal wieder durch den Busch. Through the bushes. So, wo? Oh, da haben gerade die... Da flackern die Schatten mal ein bisschen. Naja.
Darf auch mal sein. Ich finde, es läuft soweit wirklich gut. Auch für einen PC-Port. Also, ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ich weiß nicht, wie es performancemäßig ist, weil meine Maschine halt relativ gut ist. Ich würde sagen, wenn man nicht gerade so die aktuellste Hardware hat, ja, dann wird das schon eng. Aber, ach ja, das läuft schon. Also, doch. Wenn man ein bisschen an der Mauskonfiguration rumfummelt, dann lässt sich auch die ordentlich bedienen. Katze, was machst du denn da schon wieder? Achso, benutzt dann die Reste des Kratzbaums, wenn man das Ding noch so nennen will. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, dass es das ist. Naja, wir werden es sehen. War es das jetzt? Gibt es noch mehr? Ne, jetzt ist dann X. Dann heißt das wohl, alles gefunden. So, ich würde sagen, sind wir mal mutig. Gehen wir mal Current Object Head Towards the Gunshots. Lass uns das mal machen. Schauen wir mal, was abgeht. Gehen wir vorsichtig, wir gehen erstmal normal. Wir können ja dann, wenn wir Zombies sehen oder hören, können wir ja langsamer werden. So, ich würde sagen, aber über die Kuppel sneaken wir. Da gehe ich nicht schnell rüber. Haben wir eigentlich ein Fernglas oder sowas? Oh ja. Ich sehe ein paar Zombies. Ich sehe ganz viele Zombies. Oh Mann, ob man da vorher speichern kann, ey. Oh, 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 das gefällt mir nicht. Jumpen. Jo, wir gehen mal da jetzt seitlich den Weg runter. Oh, ich glaube, das wird nicht gut. Ich glaube, das endet nicht gut. Das sind so viele Zombies. Egal, lass uns das mal ausprobieren. Das Spiel sagt, wir sollen da hingehen. Also, ganz entspannt, wenn wir den Weg nach unten finden. Bis jetzt finde ich hier nur Bergkuppen. Irgendwie müssen wir da noch weiter außen rum. Schauen wir doch mal, was da so Sache ist. Waren wir hier schon? Ja, hier sind X'e, hier waren wir schon. So, da geht's da hinten wohl auch gleich runter. Ja, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger wieder sein. Hier waren wir noch nicht. Hier kann jederzeit die dicke Zombie-Armada auftauchen. Und ja, bis jetzt sieht's aber noch ganz gut aus. Ich höre einen Fluss. Ja. Das sieht nach Wasser aus. Okay. Der Ort unseres Begehrens rückt näher. Wir werden den Sneak-Modus switchen und dann mal ganz entspannt und vorsichtig gucken. Aha. Warte. Warte, warte, wir kommen. Oh, 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 oh. Ich glaube, das war nicht der Weg, den wir hätten bestreiten sollen. Oh Gott. Help the Stranger. Wo ist der Stranger? Oh, da vorne. Oh mein Gott. Moin! Oh, C, C, C. Wir wollen nicht aufs Maul kriegen. Einfach rein, Alter. Wird schon irgendwie gehen. Oh. Also, gut, diese Geschichte von wegen, lass dich nicht beißen, sonst bist du im Arsch, scheint hier definitiv nicht zu gelten. Wir sind ein bisschen exhausted hier. Lass mich Y, lass mich Y. Balls! Ja, nächstes. Rescued Maya. Holy shit, are you okay? You mean aside from being lost in the woods, attacked by psychopaths, and watching two of my best friends die? Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on. But we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back there. You wanna take point, or should I? Okay, Trust Gain, Mission Progress. Gibt's hier noch irgendwas zu sammeln? Eine Waffe? You know what worries me? They're setting up an infirmary in there. Like, why aren't they taking these people to a hospital or something? I don't know, man. Whole situation's pretty messed up. You think? What's next? Razor wire? Guard towers? That's not a bad idea, actually. We need to make things safer around here. Jo, jetzt gehen wir erstmal Mission hier mal. Was ist unsere nächste Mission? Rejoin the other survivors. Okidoki. Ah, und man sieht hier auch, unser Guardhaus hat so eine Lebensanzeige. Bedeutet wahrscheinlich, wir müssen das gegen... Ah, das ist die Moral. Mhm. Naja, egal. Wir gehen mal zurück zur Ranger Station. Das war hier den Berg hoch. You can now switch off between Maya and Marcus. Wie denn? What's the word? I'm B. Why don't you take over for a while? Ach, jetzt sind wir Maya. Ah.
Okay. Ah, das macht das Item-Management bestimmt total... Oh, sie hat eine Rifle. Mhm, wie nett. Das macht das Item-Management bestimmt ein bisschen verwirrend. Hat die jetzt alle Item? Das ist mal die Frage. Er hat immer noch die Hatch. Sie hat eine Hatch, er hat... Oh, das wird verwirrend. Ich sehe das jetzt schon kommen. Okay. Okay. Ich will aber erstmal wieder ich sein. So. Ich habe mich daran gewöhnt. Das ist immer verwirrend für mich. Wenn ich mehrere Charaktere spielen kann. Jetzt muss ich mir dann mal aussuchen. Ja, jetzt ziehe ich mit Maya los. Sie hat eine Gun. Scheiße. Ich dachte, wir wären hier... Lass mich auch mal. Ah, gut. Ihr kriegt das ja auch ganz gut alleine hin. Ne? Wenn man zu dritt rumschleicht, dann läuft das. Relativ gut. So, Maya, du kommst mit, oder was? Ja, sehr gut. Dann gehen wir mal ganz entspannt zurück zum Safe House. Ganz entspannt, ohne Eile und Hektik, ne? Man muss sich auch mal ein bisschen entspannen können. So, hier. Ich weiß auch gar nicht, wo das Spiel spielt, fällt mir gerade so ein. Das ist wahrscheinlich irgendwo in Amerika. Aber wo, weiß ich nicht. Weiß auch gar nicht, ob das kommt. Wir werden es erleben. Gehen wir mal gemütlich hier lang. Man auch immer mit drei Leuten rumlaufen kann. Wahrscheinlich beschränken die das auf zwei. Komm Leute, wir wandern hier mal normal durch. Das lohnt sich jetzt nicht hier, um die rumzugehen. Die können eh nichts. Das sind Einzelzombies. So, siehst du. Oh, komm. Okay. Vielleicht wäre es doch sinnvoll gewesen. Den anderen haben wir nämlich auch noch angelockt. Aber egal, noch geht das. Einzige Gefahr ist immer, wenn unsere Sachen kaputt gehen. Seid ihr alle noch da? Ja. Schon mal bessere Wegfindung als Gothic 3. Das ist schon mal gut. Ne? Und überhaupt Wegfindung im Gegensatz zu WarZ. Das hat ja einfach keine. Ich glaube, ich muss das auch mal wieder installieren. Ohne Scheiß. Ich habe ja so lange über das Ding hergezogen. Es ist fast ein Jahr vergangen. Ich glaube, ich muss mir die Rotze nochmal wieder angucken. Einfach nur, um zu... Wirklich, damit ich weiterhin über es lästern und sagen kann, wie scheiße das ist. So, aber jetzt regroupen wir hier erstmal. Was ist da los? I thought you said you had survivors hold up in here. Ja. They were fine just a minute ago. Well, obviously not anymore. Guys, guys, come on. We gotta at least check the place. Somebody might have survived. Das ist ja ungeil gelaufen. Was ist los? He's gone. Yeah. Poor bastard. Well, let's see if he's got a wallet on him or something. What the hell, Ed? To check his ID, for Christ's sake. Ja, natürlich. Holy fuck, holy fuck. Get it off, get it off, get it off! Oh Gott. Okay, aber du lebst noch, ja? Ich weiß nicht, es sah nicht so aus. That guy was dead. I swear to God, that guy, he was dead. How the hell does that happen? I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. Escape. Alles klar, nehmen wir mal alles mit. Oh, ich muss jede Bullet einzeln mitnehmen. Ist noch nicht euer Ernst, ne? Dann haben wir hier noch dieses Ding. Heilzeug, eine Flare, ein Rucksack. So, sonst noch irgendwas? Gerade nochmal kurz umgucken. Okay, sieht nicht so aus. Wo sollen wir denn hin? Mission Escape, ey. Mal nett, ne? Lass mal abhauen, kein Bock mehr auf die Scheiße hier. Jetzt gucke ich erstmal, was unsere Uhr sagt. Noch 23 Sekunden. Wir und ein paar Leute von der Unit kamen hier, um ein bisschen Deer zu hunten. In der Armee? Du nicht viel Deer. Anyway. We were on our way back when these psychos rushed us out of goddamn nowhere. What happened? You see me? You see Colton or Strand? Do the math. Hmm. Kann ich jetzt eigentlich auch... Ja, 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 ja. Bevor wir jetzt hier aufhören, gucken wir gerade einmal, ob wir... ihre Gun übernehmen können. Nee. Sie hat die Gun jetzt. Also wenn wir jemanden mit Gun brauchen, müssen wir sie spielen. Ich kann wahrscheinlich sie spielen, die Gun ablegen und sie wieder zurücknehmen. Das würde vermutlich gehen, aber
Das ist ja voll nervig. Also das Item, ich finde das finde ich ein bisschen blöd gemacht, dass man nicht ein großes Inventar für alle Leute hat und dann darin die Items verteilen kann. Das wäre irgendwie cooler. Aber naja. Gut, ich würde sagen, wir machen dann hier erstmal wieder einen Break. Ist ja so schön sicher gerade hier drin. Und schauen dann mal im nächsten Part, wohin wir denn escapen. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Kommentare und Feedback wie immer in das neue, wunderbare Google-Kommentarsystem posten, ne? Oh Gott, jetzt werde ich noch weniger Kommentare kriegen. Naja, und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.